Herzlich willkommen zur 138. Mahnwache Atomkraft, nein danke, hier in Langen am Lutherplatz. Schön, dass ihr alle da seid. Heute wieder ein paar mehr als vor einem Monat. Das freut mich besonders. Langsam wird es ja auch wieder heller abends. Aber unabhängig von der Lage und unabhängig von der Corona-Situation, die zwar einerseits, ja, ich sag mal, recht bedrohlich erscheint, andererseits infizieren sich mehr, aber es werden weniger schwer krank. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Wir versammeln uns hier unabhängig vom Wetter und von der Jahreszeit seit mehr als 10 Jahren, um die Opfer der Atomkatastrophe von Tschernobyl und Fukushima zu gedenken und die Abschaltung aller Atomeinlagen zu fordern. Das wollen wir auch heute wieder tun. Aber ich habe zuvor leider die traurige Aufgabe, euch vom Tod von Jochen Stey zu berichten. Ihr seht hier ein Bild von ihm. Am 15. Januar starb Jochen plötzlich und tatsächlich unerwartet im Alter von 56 Jahren. Jochen litt an einer Herzerkrankung, hatte sich davon aber niemals in seinem Tatendrang und seinen Aktivitäten bremsen lassen. Er war Mitgründer und Sprecher von Ausgestrahlt und über viele Jahre das Gesicht der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Er war auch Initiator von x-tausendmal quer und Mitgründer der Stiftung Atomerbe. Wir hatten das Glück, ihn mehrfach persönlich erleben zu dürfen, zum Beispiel als Referent bei Bye-Bye Biblis, als er sich ausführlich und kenntnisreich zur Problematik des atomaren Endlagers äußerte. Aber auch in seinem Umfeld in Hamburg, bei einer Tagung von Ausgestrahlt oder bei zahlreichen Demonstrationen haben wir Jochen live erlebt. Kleine Anekdote am Rand. Jochen war sich nicht zu schade, am Rande einer Demo-Route persönlich eine Zählung der Demo-Teilnehmer vorzunehmen. Und hat dann immer wieder mal, wenn die Polizei so komische Zahlen veröffentlicht hat, gegenhalten können. Er war Vordenker, Aktivist, Motor, Ideengeber und Herz der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland und Europa. Wir gedenken eines liebenswerten, aufrechten Menschen, der uns viel zu früh verlassen hat. Ich bitte euch um eine Minute der Stille. Danach hören wir den musikalischen Nachruf von Gerd Schinkel für Jochen Stey. Auch Gerd haben wir hier schon bei der Mahnwache erlebt. Bitte um eine Gedenkminute. Zu tun, noch eine Weile und jetzt gehen wir zu Lande, die Maila, auch Silvester vom Netz. Er ist weiter dabei, ermunternd und klar, und wir zeigen Ausdauer, bleiben, weil's nötig ist da. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht.
Kraft und Idee. Und sobald es drauf ankam, war er immer zu sehen. Gab's nur den Widerstand, neuen Schub, neuen Schwung. Den Veteranen und denen, die neu dabei und noch jung. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf im Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Ein Charismatiker mit Feuer im Blick, einladend, werbend, auch mit Schalk im Genick. Präzise in Planung, die Utopie als Vision, stets mit Hoffnung erfüllt, dass der Erfolg winkt als Lohn. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Mit Mut nie verzagend, kein Verbleib im Versteck. Im Zugriff entschieden, das Herz am richtigen Fleck. Wenn noch nicht so belastbar, wie er sich gern gesehen, hört er es auf zu schlagen und blieb einfach stehen. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Ein Wegweiser, der stets die Richtung gezeigt, der zu Wort sich gemeldet, nie zu schweigen geneigt. Unüberhörbar bleibt er so uns im Ohr. Wir halten den Kurs, geht er auch schon mal vor. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Die Sonne hat noch nicht ausgestrahlt, der Wind sich längst nicht gedreht. Der Kampf gegen Atomwahnsinn in deinem Sinn weitergeht. Ja, in diesem Sinne, und in diesem Sinne von Jochen Stey, wollen wir auch weiterkämpfen für die sofortige Abschaltung aller Atomanlagen. Und wir hoffen, dass wir noch dabei sind, dass Jochen nicht vergönnt war, wenn im Dezember nächstes Jahr auch die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. In diesem Jahr. Nur noch 12 Monate, aber 12 Monate... 11! So. Na gut. Ja, man sagt immer so, er wird fehlen, und wenn das für einen stimmt, dann stimmt das für den Jochen Stey. Ich würde gern heute auch mal berichten, es gibt ja immer wieder mal auch Erfolge der Anti-Atom-Bewegung. In dem Fall ist es gar nicht die Anti-Atom-Bewegung, die einen Erfolg erzielt hat, sondern es war die Stadt Hanau, die einen Erfolg erzielt hat. Und dazu möchte ich euch gerne einen Artikel aus der Zeit zur Kenntnis geben. Das ist eigentlich basierend auf dem Bericht von dpa. Ich denke aber, es ist für uns ganz wichtig als Teilerfolg, einfach auch deswegen, weil der Vorgang zeigt, wie problematisch das mit dem Atommüll ist.
25. Januar 2022. Juristisches Aus für ein weiteres Atommüll-Zwischenlager in Hanau. Die Stadt hat sich in einem langjährigen Rechtsstreit um die Pläne im Stadtteil Wolfgang durchgesetzt. Sie muss der Entsorgungsfirma Orano NCS keine Baugenehmigung für das Zwischenlager erteilen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stufte das Vorhaben am Dienstag als bauplanungsrechtlich unzulässig ein. Das Gefahrenpotenzial radioaktiver Abfälle sei zu hoch. Das ist ein großartiger Tag für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt, erklärte Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski nach der Entscheidung. Die Rechtsauffassung der Stadt Hanau sei damit in vollem Umfang bestätigt worden. Unser Ziel war und ist es, unsere Bedeutung als Hightech-Standort im Rhein-Main-Gebiet auszubauen. Von der Firma Orano NCS war am Dienstagabend zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das Unternehmen wollte das Zwischenlager in einer Halle im Technologiepark Wolfgang einrichten. Nachdem die Stadt die Genehmigung verweigert hatte, klagte die Entsorgungsfirma damals noch unter anderem Namen. In erster Instanz am Verwaltungsgericht Frankfurt hatte sie Erfolg, scheiterte aber dann vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof. Dieses Urteil bestätigten jetzt die Leipziger Richter. Ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle überschreitet den Störgrad, der in einem Gewerbegebiet zulässig sei, so das Bundesverwaltungsgericht. Das Gefahrenpotenzial des strahlenden Mülls habe eine Bedeutung für die Standortentscheidung. Die Stadt hatte sich gegen die Genehmigung gesträubt, weil sie fürchtete, dass Hanau zur Anlaufstelle für Atommüll aus ganz Deutschland werden könne. Der Technologiepark Wolfgang hat sich aus ihrer Sicht inzwischen gut entwickelt. Unter anderem errichtet der Internetgigant Google derzeit dort ein Rechenzentrum. Verwaltung, Technologie und Logistik würden sich nicht mit einem weiteren Atommüll-Zwischenlager vertragen. In Hanau existieren bereits zwei Zwischenlager für schwach radioaktive Abfälle. Die entsprechenden Genehmigungen wurden in den Jahren 1982 und 2001 erteilt. Hanau-Wolfgang galt einst als Zentrum der deutschen Nuklearwirtschaft. Zum Zeitpunkt der entsprechenden Genehmigung sei die Rechtslage eine grundlegend andere als heute gewesen, hieß es von der Stadt am Dienstag. Damals war das Areal noch nicht als Gewerbegebiet ausgewiesen. Es war ein Industriegebiet. Nach der Stilllegung der Atombetriebe sei das gesamte Areal zum Gewerbegebiet mit nicht störenden Nutzungen wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, Rechenzentrum und Dienstleistern entwickelt worden. Vor diesem Hintergrund haben wir die Baugenehmigung für ein weiteres Zwischenlager verweigert, weil es unverträglich mit der städtebaulichen Ordnung und Entwicklungsperspektive sei. Uns geht es dabei nicht um ein einfaches St. Florians-Denken, sondern darum, dass wir nicht allein die Lösung für ein bundesweites Problem übernehmen können, erklärte Kaminski. Immerhin bestehe in Wolfgang bereits ein Zwischenlager mit den schwach radioaktiven Abfällen aus dem Abriss der alten Atomanlagen auf dem Gelände. Wir tragen also unseren Teil der Verantwortung für den Atommüll, der angefallen ist, so der OB. Doch wir sind nicht bereit, weitere wertvolle Gewerbefläche zu opfern, um dort den Atommüll aus der gesamten Bundesrepublik oder vielleicht sogar darüber hinaus unterzubringen. Also ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die wir nicht zuletzt auch zu verdanken haben, einem anderen schon von uns gegangenen Atomkraftgegner, nämlich dem Elmar Dietz aus Hanau, der immer und alles, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, juristisch, mit Demos und sonst wie, um diesen Atomstandort Hanau wegzukriegen. Das ist erfolgreich gewesen, zeigt aber auf der anderen Seite auch, und deswegen habe ich das heute hier zitiert, wie schwierig es ist, mit den Hinterlassenschaften dieser Atomwirtschaft umzugehen. Ich will das nochmal erläutern anhand eines anderen Punktes, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es ist nämlich diese momentane Debatte um die Renaissance der Atomkraft. Immer wieder bekomme ich zu hören, was wollt ihr überhaupt? Das mit der Atomkraft hat sich doch erledigt. Dem kann ich nur entgegenhalten, wir werden da schon durchhalten, bis es tatsächlich passiert ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Debatte um Laufzeitverlängerungen auch bei uns nicht tot zu kriegen ist. Selbst in der eher atomkritischen Taz hat es in den letzten Wochen zwei Kommentare
von angeblichen Atomkraftgegnern oder Gegnerinnen gegeben, die sich für eine solche Verlängerung ausgesprochen haben. Nach dem Motto, die sind doch sowieso schon da und dann wäre es besser fürs Klima, stattdessen Kohlekraftwerke abzuschalten. Wir sollten uns besser unsere eigenen Argumente erinnern. Hauptargument: Jeder Tag, an dem ein AKW betrieben wird, ist ein Risikotag. Ein Risiko, dass nämlich dieses Atomkraftwerk einen schweren Unfall erleiden kann. Es gilt für die Tage bis zur geplanten Abschaltung ebenso wie für eventuell weitere Tage. Das Risiko eines Super-GAU, eines Unfalls, ist dabei an jedem einzelnen Tag gleich groß. Das ist eben auch der Grund, warum wir die sofortige Abschaltung fordern. Alle Atomkraftwerke abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Zweites Argument: Wir wissen bis heute nicht, wohin mit dem Atommüll. Also lasst uns bitte schön nicht noch mehr davon produzieren. Das ist zumindest unser Konsens in der Anti-Atom-Bewegung. Dass inzwischen selbst die Atomindustrie in Deutschland das Thema abgehakt ist, will ich hier nur am Rande erwähnen. Schlimmer noch ist es, dass sogar weiter in diese extrem gefährliche Industrie investiert werden soll, obwohl erwiesenermaßen jeder Neubau teurer als geplant wird und Jahre länger dauert. Dass selbst die Versicherungswirtschaft dankend ablehnt und feststellt, dass Atomkraftwerke praktisch unversicherbar sind. Es gibt einfach keine vernünftigen Gründe für den Betrieb, eine Laufzeitverlängerung oder den Neubau von Atomkraftwerken. Daran wird auch die EU-Taxonomie nichts ändern, so ärgerlich der gerade gefasste Beschluss der EU-Kommission auch ist. Wir wissen nicht, ob es durch das EU-Parlament noch zu ändern ist. Aber Atomkraft als nachhaltige Energie einzustufen, ist wahrlich der Gipfel von Greenwashing. Inwieweit sich Investoren weltweit dadurch locken lassen, ist ungewiss. Aber sie alle müssen und sollten befürchten, dass sie Fehlinvestitionen tätigen. Ich will es mal so sagen, die Indianer sagen, reite niemals auf einem toten Pferd. Was jetzt tatsächlich gebraucht wird, ist der dezentrale, weltweite Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem Solar und Wind und der Aufbau von entsprechenden Speicherkapazitäten. Wir sind schon jetzt spät dran, also lasst uns die Zeit nicht vergeuden. Wir sind das den kommenden Generationen schuldig. Ich denke, das ist einfach notwendig, weil diese Diskussion, wie ich festgestellt habe, selbst bis in unsere Kreise reinreichen, nach dem Motto, so schlimm kann es dann doch vielleicht nicht sein und man muss das mal ernsthaft nachdenken. Wir haben die Argumente beisammen und ich gebe es gerne nochmal, so viel Zeit haben wir ja vielleicht, weil besser kann es keiner sagen, als es der Franz Alt gesagt hat, der in Entgegnung zu diesem Artikel in der Taz seinerseits einen sehr schönen Kommentar abgegeben hat. Wenn ihr einverstanden seid, gebe ich euch den gerne auch noch zur Kenntnis. Die Erderwärmung ist eine Gefahr für unser Überleben. Die atomare Vernichtung nicht weniger. Lieber gleich komplett umsteigen, als auf AKWs setzen. Lieber gleich Deckel zu, als Atomkraft nachhaltig zu labeln. Was die Taz-Autorin Silke Mert in seinem 13. Januar Tabuthema Atomkraft nennt, ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in der ARD schon lange und in den letzten Monaten auch in der Welt, im Spiegel und der Süddeutschen Zeitung diskutiert worden. Ein großes Tabu, wie die Kollegin meint, ist die Frage nicht. Wenn die Erderwärmung die größte politische Krise unserer Zeit ist, von deren Lösung das Überleben der Menschheit abhängt, so schreibt sie, wie kann es dann sein, dass die klimaschädlichen Kohlekraftwerke nicht zuerst abgeschaltet werden? Gemeint ist erst Kohlekraft und dann AKWs abschalten. Also längere Laufzeiten der noch drei deutschen AKWs, die zum Jahresende diesen Jahres vom Netz sollen. Silke Mertens überschätzt, wie viele Journalisten oder auch Bill Gates, die alten Energieträger und unterschätzt die Chancen einer raschen 100%igen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Bill Gates
will kleine, aber sehr sichere Atomkraftwerke verkaufen, hat er Sandra Maischberger erzählt. Zumindest über eine Laufzeitverlängerung der deutschen AKWs müssen wir reden, meint jetzt auch die Taz-Autorin. Ich tue es als konservativer Mensch, der bis Tschernobyl für Atomenergie eintrat und für den konservativ heißt, bewahren, was uns bewahrt, also saubere Luft, reines Wasser und fruchtbare, nicht kontaminierte Böden. Nach Tschernobyl zeigte ich in meinen damaligen Reportsendungen in der ARD viele Beiträge gegen Atomkraft. Dann lernte ich über den SPD-Politiker und späteren Vater des Erneuerbaren Energiengesetzes, Hermann Scheer, die Vorteile der erneuerbaren Energien kennen und schrieb das Buch »Die Sonne schickt uns keine Rechnung«, hielt dazu weltweit 3000 Vorträge und konnte global über 300 Windräder und Windparks mit einweihen. Dabei lernte ich die Effizienz und die Chancen der Ökoenergien noch besser kennen. Sie sind beinahe kostenlose Geschenke der Natur. Die alten Energien werden immer teurer. Sie sind umweltfreundlich, die fossilen sind klimaschädlich und die nuklearen gefährlich und unbezahlbar, wenn die Folgekosten mit einberechnet werden. Und sie sind ewig vorhanden. Also ewig zumindest im Sinne unserer Lebenszeit. Während alle fossil-atomaren Energieträger Auslaufmodelle sind. Und es sind Bürgerenergien weitgehend unabhängig von Konzerninteressen. Das stärkt, vertieft und verankert die Demokratie bei den Menschen. Warum also längere Laufzeiten für deutsche AKWs? Wir haben unbestreitbar bessere und preiswertere Alternativen. Hierzulande kann heute eine Kilowattstunde Solarstrom für etwa 3 Cent und in Afrika oder Indien für 1,5 Cent produziert werden. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien schätzt, dass diese Preise in wenigen Jahren nochmal halbiert werden. Ein weiterer Vorteil der Erneuerbaren: Solarstrom ist Sozialstrom. Doch der Umstieg wird halt noch dauern, meint die Kollegin und empfiehlt längere AKW-Übergangslaufzeiten als kleineres Übel. Vom Slogan Atomkraft nein danke zu Atomkraft ja bitte, Einspruch. Einer der renommiertesten Solarforscher der Welt und langjähriger Chef des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg, Professor Eike Weber, hat soeben in meiner Zukunftssendung auf Transparenz TV gesagt, der Umstieg auf 100% erneuerbaren Strom ist bis 2030 in Deutschland möglich. Man muss es also nur wollen. Auch Eike Weber sieht in AKWs eher einen Teil des Problems als einen Teil der Lösung. Ich halte die aktuelle Diskussion Kohle oder Atomkraft für eine Gespensterdiskussion. Wer gegen Cholera ist, muss sich doch nicht für die Pest entscheiden. Erst vor wenigen Wochen hat der neue E.ON-Chef Leonhard Birnbaum längere Laufzeiten für AKWs abgelehnt und der Süddeutschen Zeitung gesagt, das Thema Kohleausstieg erledigt sich gerade von selbst, wegen der stets steigenden CO2-Bepreisung. Die einstige Wunderwaffe des deutschen Wirtschaftswachstums nach 1950, die Kohle, ist preislich nicht mehr konkurrenzfähig mit den Erneuerbaren. Schon zuvor hatte mir der ENBW-Chef in einer Diskussion gesagt, wir brauchen keine längeren AKW-Laufzeiten. Erst unter Rot-Grün raus aus der Atomkraft, dann 2010 unter Merkel wieder rein und kurz nach Fukushima 2011 wieder raus. Und jetzt wieder rein? Das ist doch ökonomisch unmöglich. Wir brauchen vor allem Planungssicherheit. Wir können davon ausgehen, dass die deutschen Atomkonzerne zu einem finanziellen Harakiri kein Interesse haben. Atomarer Klimaschutz. Es ist schlauer, gleich komplett umzusteigen. Wir setzen auf unserem Haus da in Baden-Baden seit 30 Jahren auf den Fusionsreaktor Sonne, der uns aus sicherer Entfernung von etwa 150 Millionen Kilometern preiswert, zuverlässig, sicher und per Speicher mit Strom, zum Teil auch mit Wärme versorgt. Es reicht auch noch für kostenloses Fahren mit einem E-Auto. Der Atomreaktor Sonne schickt uns etwa 15.000 Mal mehr Energie, als die gesamte Menschheit heute verbraucht. Es gibt von Natur aus kein Energieproblem. Es gibt nur falsches Energieverhalten und vorgestrige Energiepolitik. Leider stehen in Deutschland 2022 noch 90% der Dächer energetisch völlig umsonst in der Gegend herum. Die Kollegin hat natürlich recht, dass der komplette Umstieg nicht von heute auf morgen geht. Doch er ist in 10,
spätestens 15 Jahren machbar. Das traue ich dem neuen Klimaminister Robert Habeck eher zu als der alten GroKo. Dieses Szenario wird auch gestützt von den Wissenschaftlern des Wuppertal-Instituts und der Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Also ich denke, ein gewisses Maß an Optimismus ist angebracht und wir sollten es jetzt endlich anpacken und nicht diesen alten Diskussionen folgen. Und wo uns das begegnet, sollten wir dem auch energisch entgegentreten. Darum bitte ich euch ganz herzlich. Ja, so von der Uhrzeit her, ich hatte mir noch einen Punkt für heute notiert, weil ich denke, wir müssen es hier mal ansprechen. Das sind die Montagsspaziergänge. Seit einigen Wochen gibt es auch hier in Langen sogenannte Spaziergänge. Bei unserer letzten Mahnwache konnten wir sie live beobachten, die Bahnstraße in Richtung Stadtkirche hochlaufen. Auf dem Bürgersteig, aber ohne Abstand und ohne Masken. Es gab dazu wohl keine Anmeldung, auch kein Motto und soweit zu erkennen auch keine Transparente. Diese Spaziergänger sind Teil einer bundesweiten Bewegung, die sich vor allem gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung richtet. Ansonsten aber ein Sammelsurium von allen Unzufriedenen darstellt. In rechten Netzwerken wird aktiv zur Beteiligung aufgerufen. Oft übernehmen rechte Kräfte auch die Führung. Wir sagen ganz klar, spaziert nicht mit Nazis. Inzwischen hat sich aus der Zivilgesellschaft eine Gegenbewegung formiert, die letzte Woche mit einer Mahnwache am Lutherplatz auf sich aufmerksam machte. Wo immerhin noch ein paar mehr Leute da waren als heute hier, aber heute sind wir auch wieder mehr als vor einem Monat. Es ging auch hier darum, auf die Wissenschaft zu hören. Hier noch einmal zum Mitschreiben. Covid ist eine schwere Erkrankung. Zweitens, Impfen hilft. Drittens, alle wünschen sich mehr Normalität. Man kann trefflich darüber streiten, was im Einzelnen wirksame oder überzogene Maßnahmen sind. Wir sollten aber auch sehen, dass sich die Situation täglich ändert und dass wir leider wohl einige Regeln brauchen, wenn wir wollen, dass die Lage nicht außer Kontrolle gerät. Die Freiheit des Einzelnen endet jedenfalls da, wo sie die Freiheit aller anderen gefährdet. Insofern ist Impfen ein Akt des Selbstschutzes, aber auch der Solidarität. Ich denke, Sie sind jetzt leider heute nicht gerade hier, sonst hätte ich das gern dafür aufgehoben. Aber wir sollten hier ganz klar Stellung beziehen. Es hat keinen Sinn, in dieser Art sozusagen seinen Frust auf die Straße zu tragen. Ich denke, wir haben klare Ziele und die heißen für uns, alle Atomkraftwerke abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Abschalten! Jetzt! Weltweit, genau. Ja, in diesem Sinne darf ich mich herzlich bedanken. Das Wetter hat ja wieder mal prima mitgespielt, wenn man sich so gestern angeguckt hat. Uns am ja grausen. Ich hoffe, ich sehe euch wieder am nächsten Monat. Und vor allen Dingen eins. Für den Sommer ist ja geplant, so eine größere Fahrradtour in Richtung auch für die Abschaltung aller Atomkraftwerke. Das wäre toll, wenn ganz viele von euch da mitmachen würden. Das wäre auch im Sinne von Jochen Stey, der ganz aktiv an dieser Planung teilgenommen hat und jetzt leider da nicht mehr mitmachen kann. Uns würde es freuen und ich denke, im Sinne von Jochen wäre es allemal. Also wenn ihr davon hört, guckt, dass ihr da mitmachen könnt. Ein Tag oder vielleicht auch zwei Tage eine Tour mitfahren oder zumindest bei den Kundgebungen vor Ort mitzumachen. Ich denke, irgendwas wird auch hier in Langen stattfinden und ich hoffe, da seid ihr wieder dabei. Bis dahin. Ach so, naja, nur zur Information, diese Initiative, die sich gebildet hat und die letztes Mal eine erste Mahnwache gegen die Spaziergänge gemacht hat, die wollen jetzt an jedem zweiten und vierten Montag hier eine Mahnwache abhalten. Dies zu eurer Info. Ansonsten schließe ich die Mahnwache für heute, wünsche euch einen guten Nachhauseweg und kommt gesund wieder. Bis nächste Woche.